Wie gefährlich ist sein Sport eigentlich? Motorrad-Superstar Tom Lüthi macht Halt in Zürich und ist bei uns im exklusiven Shorttalk. Erfolgreich schön, Star-DJ Tanya Lacroix released ihren neuen Song «Alive» mit einer klaren Message. Wir sind am Release-Abend in St. Gallen mit dabei gewesen. Das und mehr, und es wird sehr rasant jetzt bei Wisdom. Wisdom mit Sam's Pizzaland. Pizza, Pasta, Burger, Essen wie bei Mami. Ja, vielleicht bist du ja auch ein bisschen ein Sportbanause wie ich, aber ihn musst du auf jeden Fall kennen und sonst hast du eindeutig etwas verpasst. Er gehört zu den bedeutendsten Motorradfahrern der Schweiz, international bekannt und macht heute Halt an der Swiss Moto Messe in Zürich. Ganz klar sind wir mit vor Ort und besuchen ihn für einen kurzen Shorttag, den Tom Lüthi. Eine Motorrennradkarriere wie aus dem Bilderbuch und der erste noch aus der Schweiz. Der Tom Lüthi steigt erstmals als 9-Jähriger auf einen kleinen TÜV und fährt ein Rennen. Ein paar Jahre später, 2005, feiert er im französischen Le Mans seinen ersten Grand Prix-Sieg an Motorrad-WM. Und auch in den letzten Jahren schafft es der mittlerweile 32-jährige Emmentaler auf konstant hohem Niveau in Moto2-WM zu bleiben. Der Berner sichert sich in der Saison 2010 bis 2017 nicht weniger als 45 Podiumsplätze, 11 Siege sowie zweimal den Titel als Vize-Weltmeister. Solche sportliche Leistungen bleiben nicht unbemerkt. Und auch kein Wunder, gibt es Tom Lüthi-Fans in Hülle und Fülle, wie sich auch diesjährige Swissmoto 2019 gezeigt hat. Doch bevor der Tom Lüthi seine Karriere und Erfolg in der Saison 2019 fortsetzt, macht er noch schnell Halt im Short Talk beim Pat Schreiber. Rasant aus dem Emmental, direkt ab Moto Zürich ist er gekommen. Hallo Tom Lüthi. Hallo. Hallo. Ein riesen Andrang heute am Sonntagnachmittag auf dich. Ja, es war ziemlich Action. Ja, wirklich den ganzen Tag. Ich bin seit dem Morgen früh schon da. Und es ist halt der Motorrad-Event in der Schweiz, also unbestritten. Und das ist natürlich auch für mich als Motorsportler wichtig, da zu sein. Wir hatten auch noch eine Teampräsentation heute im Rahmen der Swiss Moto. Also, es ist einiges gelaufen, ja. Wie ist es eigentlich für dich, wenn man da hinkommt und man sieht, so viele Fans, wenn der Tom Lüthi sehen, wenn das Foto machen, wenn Autogramm haben, alle haben nur gewartet auf dich? Es ist sehr, sehr cool. Es ist natürlich für mich auch Motivation. Ich meine, wenn ich sehe, wie viele Leute diesen Sport eben auch interessiert, also es ist wirklich extrem motivierend. Also es ist sehr, sehr cool. Und auch den Kontakt so zu den Fans zu haben, ist ein Fakt, ja. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, du kommst aus einem schönen, idyllischen Emmental. Da ist es ja wirklich noch Natur pur, nicht so Action da wie in Zürich. Was mich extrem interessiert, wie kommt eigentlich ein junger Bursch aus dem Emmental zu so einem rasanten Sport, den du eben machst? Ja gut, das hat schon früh angefangen. Mein Vater ist schon Rennen gefahren, dadurch hatte ich es vielleicht ein bisschen im Blut. Dort, wo ich her bin, das Dorf, ist Motorrad verrückt. Also, verrückt. Und das war eigentlich schon immer so gewesen. Und irgendwie hat es mich auch hier sehr früh gepackt. Ich meine, inzwischen eine steile Karriere, 16 Siege davon, 11 in der Moto 2. Wie ist das eigentlich für dich, wenn du zu einem Rennen gehst? Was sind so die wichtigsten Sachen, die du für dich persönlich musst beachten musst? Ja gut, das ist natürlich schon die ganze Vorbereitung, die wichtig ist. Ich meine, die Vorbereitung geht schon im Winter los mit Testfahrten, körperliches Training, Konditionstraining und so weiter, dann Testfahrten und dann noch unmittelbar vor dem Rennen. Ich meine, das ist wirklich ein Ablauf, wo muss stimmen, wo muss eingespielt sein, auch mit dem Team zusammenzuarbeiten. Also es sind einfach extrem viele Faktoren, die müssen passen, dass man schlussendlich erfolgreich sein kann. Ich meine, der Zuschauer oder der Fan sieht dann einfach im Fernsehen zu rennen, weil alles muss ready sein. Aber wir müssen natürlich extrem viel vorbereiten und das ist spannend, das ist eine Challenge, eine Herausforderung. Manchmal, wenn man dich sieht auf dem Rennen, dann ist es schon haarscharf mit dem Kopf schon fast am Boden, oder? Also, ich weiß nicht, wie man dem genau sagt. Wie ist das eigentlich für dich? Musst du dich im Vornherein irgendwie meditieren oder wie beruhigt man sich da? Weil man spielt ja schon fast ein bisschen mit dem Leben, oder? Nein, das ist zu übertrieben gesagt. Ist locker, oder? Nein, es ist nicht locker. Es ist knallharte Vorbereitung, Fokus, Konzentration. Es ist nicht einfach so kopflos etwas tun. Das ist natürlich ein riesen Unterschied, ja. Was machst du denn amigs, um dich ein bisschen beruhigen? Der Ablauf ist wichtig. Man muss sich körperlich gut vorbereitet haben, natürlich auch mental. Es ist nicht zum Beruhigen, weil man einfach irgendwie zu nervös ist oder so. Manchmal muss man sich vielleicht ein bisschen oben runterholen oder ein bisschen aufpushen, je nachdem. 2019 ein wichtiges Jahr natürlich, auch für dich jetzt. Du bist neu in einem deutschen Team, man sieht es ja auch auf der Kappe. Was war das für dich für ein Moment, wo du gewusst hast, mal in diese Richtung geht es jetzt dieses Jahr?
Es war eigentlich recht früh, der Entscheid, Mitte vor letzter Saison. Und ich habe mich sehr gefreut auf diesen Schritt. Es ist sehr ein sehr cooles Team, sehr motivierte Leute und das ist das, was ich zurzeit brauche. Privat machst du ja auch extrem viel, was mit Sport zu tun hat, oder? Das von Ski, Kitesurfen, Biken. Gibt es auch etwas, wo eben mal nicht so actionreich ist? Ja, man müsste jetzt schon weiter überlegen. Gell? Ja, ich glaube schon. Es ist schon. Mein Leben ist schon ziemlich actionreich, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch die Gegensätze, die Momente, die ich zwischendurch einfach brauche, wirklich einfach nichts zu tun. Also es ist für mich absolut Luxus, wenn ich zum Beispiel einen Tag lang nicht raus muss. Wenn ich einfach daheim bleibe und nichts machen muss, das ist für mich Luxus. Und das genieße ich auch sehr. Also zwischendurch mal einfach Ruhe zu haben. Was machst du denn, wenn du wirklich mal sagst, jetzt will ich wirklich mal einen Tag lang den Kopf lüften und einfach nichts mit dem Action, mit Motorsport, einfach mal abschalten? Einfach nichts tun, Fernsehen schauen, fertig. Und dann bin ich zufrieden. Aber das gibt es natürlich selten. Ich bin so viel unterwegs, das kommt es selten vor und dann genieße ich es umso mehr, wenn es mal der Fall ist. Wie sehen so die nächsten Wochen kurz gefasst zusammen aus von dir, rasantes Programm? Sehr action. Ich bin jetzt von Spanien hergekommen, Testfahrten gehabt und jetzt bin ich kurz daheim. Bei einer Nacht schnell daheim gsi, weil es mir darum ging, wieder mal daheim zu sein. Bei einer Nacht daheim gelegen, jetzt heute hier der ganze Swissmoto, jetzt gehe ich dann wieder heim. Und dann bin ich einen Tag daheim und nachher geht es ab auf Katar. Dort haben wir 3 Tage Test. Ich bleibe in Katar, 3 Tage frei dann, oder frei, halt auf das Rennwochen vorbereitet und dann ist der Saisonstart. Und dann ist dann so der Rhythmus, komme ich zwischendurch immer wieder heim, aber dann gehen wir Argentinien, Amerika und also es ist wirklich extrem viel Reisen. Ja. Wie viel bleibt da eigentlich noch Zeit für die Familie in dieser stressigen Zeit, die du da hast? Ja, das bleibt schon. Also ich meine, auch Kollegen und so weiter, das ist schon wichtig. Also das ist auch mir sehr wichtig und die Beziehung will ich natürlich auch pflegen. Hey, ich wünsche dir alles, alles Gute im Ausland, viel Energie, die hast du ja sowieso und eine gute Zeit. Danke, Tom Lüthi. Dankeschön. Merci. Just talk, can't we just talk about where we're going before we get lost, let me out thoughts, can't get what we want without knowing. I've never felt like this before, I apologize, you're alive. Star-DJ Tanya Lacroix ist zurück mit neuer Single Alive und einem passenden Musikvideo dazu. Mit ihrem neuen Song will sie die Menschen auffordern und daran erinnern, achtsamer durchs Leben zu gehen. Stellt sich die Frage, warum der Zirkus eigentlich? Ein sehr emotionaler Song auch für dich, oder? Total. Also, der Song bedeutet mir so viel. Ich habe einen Song produziert aus dem Grund, ich hatte einen Unfall im Oktober. Mit den Knien hatte ich etwas gehabt. Und das hat mich so viel Energie gekostet. Ich musste zuwarten für die Operation, dann nach der Operation nochmal von vorne anfangen mit den ganzen Füßen, mit dem ganzen Aufbau. Und der ganze Unfall, das Warten auf die Operation und nach der Operation, der ganze Aufbau, hat mir so viel Energie gekostet und auch Geduld. Weil, wer mich kennt, ich bin ein sehr aktiver Mensch. Sehr aktiv, und sehr. Ich will immer etwas machen und ich bin immer irgendetwas am Machen oder neue Projekte umsetzen. Es war für mich auch schwierig, einfach mal still zu sitzen. Als der Song fertig produziert ist, Snuffi eher mal tief durch als vorher. Und mit dem Song will ich eben auch noch unter anderem vermitteln, eben quasi Social Media ist ein riesen Thema. Und ich meine, ganz ehrlich, jeder braucht es irgendwo durch gleich. Man kann es nicht ignorieren. Ich brauche es natürlich vor allem in meinem Business auch sehr oft. Du bist ja täglich eigentlich auf Insta unterwegs, oder? Ja, man muss halt doch liefern. Und wenn man nicht einen Tag, zwei, nicht liefern, dann verliert man gerade eine Reichweite. Das ist halt ein bisschen krass, wo Insta und Facebook so, dass sie das so handhaben. Aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Auf jeden Fall wollte ich einfach vermitteln, dass auch wenn man auf Social Media aktiv ist und Fotos auflässt, auch wenn man die mal bearbeitet, auch kein Problem. Man lässt Filter darüber leiten, auch kein Problem. Trotz allem soll man einfach sich selber bleiben. Wenn man dann schlussendlich auf dem Foto gar nicht mehr aussieht wie sich selber und am Morgen steht man vor dem Spiegel und denkt, who the fuck is this girl? Ich will einfach mehr trotzdem sich selber bleiben. Und deswegen wollte ich so viele verschiedene Charaktere in dem Video dabei haben, um einfach zu zeigen, schau, es ist egal, wie du aussiehst, woher du kommst, wenn die Berufung ist,
wie viel Geld das du verdienst. Jeder soll einfach so sein, wie er ist. Ist das ein bisschen eine neue Seite von der Tania Lacroix? Jetzt würde ich sagen, ich sage ja nicht das Alter. Das Alter? An Tania Lacroix ihre Botschaft, unter anderem für die wichtigen Sachen und Menschen im Leben dankbar zu sein, wird auch von bekannten Schweizer Persönlichkeiten in die Welt ausgetragen. Die Dreharbeiten waren mega geil. Ich bin dort angekommen und es hat so viele Leute gehabt. Die Leute waren so diverse. Ich bin erstaunt. Es war mega. Wie gesagt, ich bin an diesem Tag dort angekommen. Ich habe einfach so eine gewisse Magie gespürt dort hin. Und habe es wirklich genossen. Das ist das Leben, das wahre Leben. Ich habe den Song gehört. Ich bin sehr skeptisch allgemein der Musik gegenüber. Ich muss aber sagen, mit dem Song habe ich das Gefühl, als alter Hase können Sie den Nagel schon auf den Kopf treffen. Der Song ist für mich sehr tanzbar. Geht ab. Ich die Melodie finde ich sehr gut und vor allem, du kannst es behalten. Es ist einer, der immer wieder kommt. Und ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Es war wirklich sehr gemischt. Das Teilnehmer bzw. die, die mitgemacht haben, sehr gemischt alles. Also du hast von farbigen Leuten, von kleinen, von grossen, also alle dabei sind. Ja, ich denke, Musik ist ein gutes Mittel, um da zu kommunizieren und den Zusammenhalt ein bisschen fester zu machen, eben so unter den Leuten zu bringen. Und, ja. Diese Woche waren wir eindeutig ein bisschen sportlich bei uns im Wissen. Es wäre natürlich auch gut, wenn man es dann in der Praxis würde umsetzen würde. Aber so gut wie der Tom Lüthi, da muss man einiges auf dem Kasten haben. Wir wünschen ihm auf jeden Fall im Namen des ganzen Wissen-Team viel Glück fürs 2019. Wir sind sehr gespannt, wo die Fahrt hingehen wird. Die nächste Fahrt von Wissen gibt es nächsten Sonntag wieder hier auf Swiss 1 oder auf YouTube. Ich würde mich freuen, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Bis dann, eine gute Zeit. Liebe Grüße von der Swiss Moto in Zürich. Tschüss! Wisdom mit Sam Spitzerland. Pizza, Pasta, Burger, Essen wie bei Mami.